Hier eine Aufgabe aus der Trigonometrie. Eine Tanne wirft einen 20 Meter langen Schatten. Die Sonnenstrahlen bilden mit der horizontalen einen Winkel von 35 Grad. Frage: Wie hoch ist die Tanne? Zuerst stellen wir diese Situation dar. Und was gefragt wird, ist die Höhe von dieser Tanne. Wir modellieren die Situation durch dieses rechtwinklige Dreieck, indem die zwei Katheten mitspielen. Die eine wird gefragt und die andere ist angegeben. Da die Hypotenuse nicht mitspielt, arbeiten wir also mit Tangens oder Kotangens. Hier zum Beispiel, der Tangens von 35 Grad ist gleich zur Gegenkathete geteilt durch die Ankathete. Und somit gilt, Tangens von 35 Grad ist h geteilt durch 20. Woraus wir schließen, dass h 20 mal Tangens von 35 Grad sein muss. Zu dieser Rechnung nehmen wir den Taschenrechner, aber Vorsicht, wir müssen sichern, dass er auf Grad eingestellt ist. Hier steht aber ein R, R wie Radiant. Wir müssen die Winkeleinheit richtig einstellen. Das macht man durch Setup. Setup ist gelb, also für gelb aktivieren wir die Shift-Taste. Klick auf Shift, Klick auf Setup. In der zweiten Kategorie sehen wir Winkeleinheit, also klicken wir auf 2, Klick. Und hier können wir das Gradmaß D wählen. Also wählen wir die 1. Klick. Jetzt steht im Display D. Der Taschenrechner ist somit auf Grad eingestellt. Jetzt geben wir unsere Rechnung ein. 20 mal Tangens von 35. Grad brauchen wir nicht eingeben. Hier steht ja, dass das Grad sind. Man braucht eigentlich auch nicht die Klammer zu schließen. Mathematisch ist es sauberer. Und jetzt noch Enter-Taste und somit kennen wir die Höhe h von dieser Tanne, das heißt, dieses Maß können wir hier übertragen. Und schon ist die Aufgabe beendet.